Moin Leute, Venom's wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Aktuell gehen extrem viele Gerüchte zu einer Bannwelle in GTA 5 Online rum. Die Leute haben Angst, dass ihre Konten gelöscht, zurückgesetzt oder halt eben einfach gebannt werden. Wem das passieren kann, ob das passiert und was du dagegen machen kannst, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Falls du neu bist, lass kurz ein Abo da, würde mich sehr freuen, mach die Glocke an und wenn du Bock hast, lass schon mal gerne ein Like auf diesem Video da und jetzt würde ich sagen, starten wir auch sofort rein. Wie immer wird aber noch ganz kurz eine Person gegrüßt, die unter dem letzten Video einen Kommentar geschrieben hat und zwar Gruß geht raus an die Kampfmelone 1. Er hat geschrieben, geil, wie immer kannst du mich bitte im nächsten Video grüßen. Kampfmelone 1, Gruß geht raus und danke dir für deinen Kommentar. Du fragst jetzt mit Sicherheit, wo kommt denn dieses Gerücht her mit einer Bannwelle und wer ist davon betroffen und das ist im Prinzip ganz einfach. Als vor circa einer Woche das neue Sommer-Update in GTA 5 Online rauskam, gab es dort ja eben auch eine neue Immobilie, um genau zu sein, die Autowerkstatt. Die werdet ihr wahrscheinlich alle mittlerweile kennen auf der Internetseite von der Maze Bank, könnt ihr euch die kaufen. In dieser Autowerkstatt kann man Raubüberfälle starten und man hat auch eine neue 10er-Garage dort drin. Und genau in dieser Autowerkstatt und genau an dem Tag, als das Update rauskam, gab es eben auch einen neuen Glitch. Das war irgendwie ein Car-Duplication-Glitch, keine Ahnung, Fakt ist, bei diesem Glitch in der neuen Autowerkstatt konnte man innerhalb von extrem kurzer Zeit verdammt viel Geld machen. Logischerweise auf illegale Art und Weise, denn ein Glitch ist halt eben in GTA 5 Online normalerweise illegal. Ich weiß nicht genau, wie der Glitch funktionierte, weil ich kein Glitcher bin, das wisst ihr alle, aber es war irgendwie so, dass man irgendwie die Fahrzeuge raus und wieder reinfahren musste, dann haben sie sich auf irgendeine Art und Weise verdoppelt und man konnte sie eben für extrem viel Geld verkaufen, somit konnte man in wenigen Minuten oder wenigen Stunden mehrere Millionen Dollar in GTA Online verdienen. Ich würde sagen, jetzt schreibst du mal ganz kurz erstmal in die Kommentare, bist du in GTA Online ein Glitcher, ja oder nein? Hashtag Glitcher für ja oder Hashtag kein Glitcher für nein. Und du kannst mir gerne reinschreiben, ob du spezifisch auch diesen einen Car-Duplication Glitch in der neuen Autowerkstatt gemacht hast. Passiert meinem Account jetzt irgendwas, ja oder nein? Das werden sich jetzt einige von euch fragen und das ist ganz einfach. Eine Bannwelle kommt normalerweise eben immer dann, wenn ein bestimmter Glitch von sehr, sehr vielen Spielern in GTA 5 Online ausgenutzt wurde. Einige von euch werden sich mit Sicherheit erinnern, vor ein paar Monaten oder sogar schon vor über einem halben Jahr gab es auch mal so einen Glitch irgendwas mit einem Apartment, haben tausende Spieler ausgenutzt und daraufhin gab es eben eine riesige Bannwelle, wo halt die ganzen Leute gelöscht, gebannt oder einfach komplett auf Level 0 zurückgesetzt wurden. Vielleicht erstmal ganz kurz, um die Masse zu beruhigen, wenn du generell gar nicht glitcht oder diesen neuen Car-Duplication-Glitch in dieser Autowerkstatt nicht gemacht hast, dann bist du sowieso komplett raus, dann hast du damit gar nichts zu tun und deinem Account passiert zu 100% nichts. Es geht also wirklich nur um die Leute, die eben diesen neuen Money-Glitch jetzt in der letzten Woche irgendwie ausgenutzt haben. Aber auch euch kann ich beruhigen, denn eine Bannwelle, die deutet sich normalerweise schon ein paar Tage vorher an. Da gibt es irgendwie, oder auch Wochen vorher vielleicht schon Hinweise von irgendwelchen Leakern, Insidern oder sonst irgendwas. Aber bis jetzt gab es davon gar nichts. Bis jetzt waren es wirklich nur Gerüchte von den GTA 5 Spielern selbst. Also ich sage euch ehrlich, ich denke nicht, dass Rockstar Games jetzt in den nächsten Tagen eine neue Bannwelle genau zu diesem Glitch bringen wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man kann ja nie sicher sein. Ich meine, Rockstar Games ist unberechenbar, sie können bannen, wen sie wollen, wann sie wollen und so viele Leute sie wollen. Ich kann euch ehrlich gesagt nur meine persönliche Meinung sagen, ich glaube nicht, dass jetzt in den nächsten Tagen irgendwie eine neue Bannwelle wegen diesem Glitch kommt. Was ich aber auch noch sagen kann, geht einfach jetzt mal auf Nummer safe und lasst die Finger in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen von irgendwelchen Money-Glitches in GTA Online einfach weg. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Und falls viele Leute fragen, nein, irgendwelche Outfit-Glitches haben damit nichts zu tun, auch nicht der Casino-Rad-Glitch, wenn ihr am Casino-Rad irgendwie die Internetverbindung trennt, auch da wird euch nichts passieren, genauso wenig wie Unlock-Alls oder Money-Boosts. Es geht hier nur um diese extremen Money-Glitches in GTA Online, jetzt spezifisch eben der neue mit der Autowerkstatt. Alles andere ist safe und hat damit wirklich nichts zu tun und das soll es eigentlich mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen erklären und diese Panik von den ganzen Spielern so ja ein bisschen rausnehmen. Das soll es gewesen sein. Gerne liken, ich bin raus und ciao.